bin Kilian Dietz, 28 Jahre Basketballprofi. Hallo. Kilian Dietz, ich habe heute einen Termin zum Lasern. Das ist richtig, dann dürfen Sie schon mal Platz nehmen. Alles klar, danke. Und nervös irgendwie, erstaunlicherweise gar nicht. Ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass es endlich losgeht, weil ich durfte ja die letzten Tage, um das Auge optimal vorzubereiten auf die OP, auch keine Kontaktlinsen tragen. Und dementsprechend habe ich mit Brille trainiert, beziehungsweise auch mal ohne, also halb blind. Also ich trage ja Brille so seit der 3. Klasse. Da ist schon das ein oder andere Exemplar mal im Eifer des Gefechts kaputt gegangen, mal ein Glas weg. Also es ist schon so ein bisschen eine Ära, die da jetzt zu Ende geht. Wie geht's? Och, soweit ganz gut. Wir machen beim Kilian die Smile-Methode. Die ist besonders minimalinvasiv, das heißt gerade auch für Profisportler gut geeignet, weil die Hornhaut ein Höchstmaß an Stabilität behält. Wir haben kein Deckelchen, was irgendwie aufgeklappt wird oder so. Die ganze Operation erfolgt über einen 2 mm kleinen Zugang, sodass das für ihn eben die sanfteste, schonendste Methode ist. Die ganze Operation dauert keine 5 Minuten. Alles drumherum dauert eigentlich länger als die eigentliche Operation. Durch Augentropfen wird das Auge vorher betäubt. Wir fahren unter den Laser, wir docken mit so einer Art Kontaktlinse am Auge an. Der Laser braucht nur 30 Sekunden. Nach diesen 30 Sekunden werde ich hingehen und das Gewebsstückchen rausnehmen. So behandeln wir ja dann die Fehlsichtigkeit. Einwandfrei. So wirklich mitbekommen habe ich nur, wenn das Auge mal gespült wurde. Schmerzen gar nicht. Wenn sie anfängt, sieht man alles und dann verschwimmt das so ein klein bisschen, wird so milchig, so als wenn man durch Backpapier schaut. Sobald das Auge quasi fertig ist, fängst du an wieder zu sehen. Auch noch ein bisschen milchig, aber jetzt, lass es mal 10 Minuten her sein, sehe ich schon deutlich besser als vorher ohne Brille. Genau, der könnte also übermorgen schon wieder ins Training einsteigen, kann alles machen, von Schwimmen bis Krafttraining, Ballsport. Die Augen werden ein bisschen trocken sein am Anfang, da bekommt er künstliche Tränen mit. Und in den nächsten 6-8 Wochen lässt dann auch spätestens die Trockenheit nach, sodass er gar nicht mehr spürt, dass er überhaupt gelasert wurde. Super, also mir wurde vor der OP genauestens alles erklärt. Von der persönlichen Betreuung bin ich auch überzeugt. Wir haben ein tolles Team. Was wir alle gemeinsam haben, ist, wir sorgen uns um unsere Patienten, wir kümmern uns um die, die sind uns wichtig, ja, also auch menschlich einfach. Wir operieren am gesunden Auge und das Auge ist ja das wichtigste Sinnesorgan des Menschen, sodass wir uns da einer hohen Verantwortung bewusst sind. Wir wollen hier bestmögliche Ergebnisse erzielen und behandeln die Menschen immer so, wie wir uns selber auch behandelt wissen möchten. Also erstmal freue ich mich auf morgen früh aufzuwachen, scharf zu sehen, und ich bin wirklich mehr als gespannt, wie sich das anfühlen wird, um dann mit einem neuen Lebensgefühl weiterzuleben.